Wir beschäftigen uns hier mit fleischfressenden Pflanzen als Vorbild für rutschige Oberflächen für Tiere. Und ein Beispiel sind diese Nepenthes-Kannenpflanzen aus den Tropen. Hier haben wir zu Fallen umgestaltete Blätter und diese Fallen fangen Insekten und verdauen die. Und insbesondere Ameisen. Und jetzt interessiert uns eben, wie jetzt die Ameisen, wenn sie auf diese Fallen laufen, dann schlussendlich gefangen werden. Und da gibt es dann unterschiedliche Oberflächen, die da eine Rolle spielen können. Und eine wichtige ist jetzt hier der Rand von diesen Fallen. Und jetzt hier in dem Video kann man sehen, wenn dieser Rand trocken ist, dass die Tiere dann nicht gefangen werden, dass sie einfach darauf laufen können. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Regenschauer stattfindet, dass in dem Moment dann der Rand plötzlich rutschig wird für die Ameisen. Das ist so, wie wenn wir mit dem Auto fahren und die trockene Straße sich auf einmal in einen See verwandelt und wir dann auch nicht mehr bremsen können. Wir wollen diese Erkenntnisse von diesen Oberflächen nutzen, um dann später möglicherweise den Übertrag in die Technik im Rahmen einer bionischen Entwicklung zu machen. Also man kann sich das zunächst mal tatsächlich als Oberflächen vorstellen, die Insekten abrutschen lassen, also um bestimmte sensible Bereiche vor Insekten zu schützen. Oder man kann sich das insgesamt vorstellen, überall wo Reibung oder Adhäsion eine Rolle spielt und man zum Beispiel die Reibung vermindern möchte, könnte so eine Oberfläche da entsprechend helfen. Was wir hier sehen, ist eines der neuesten Produkte der SICK AG in Waldkirch. Das ist unser 3D Time-of-Flight Sensor. Was wir machen ist, wir senden moduliertes Licht aus und messen die Phase, wenn das Licht wieder zurückkehrt. So können wir für jeden Punkt, den wir dann quasi erfassen, können wir einen Distanzwert berechnen. Diese Distanzkarte können wir in eine Punktewolke umrechnen, was wir hier sehen. Hier haben wir uns eine Beispielapplikation überlegt. Und zwar sieht man hier verschiedene Positionen. Die gelben Positionen, auf die sollte die Kiste bewegt werden. Hier haben wir ein paar Beispielkisten. Und jetzt kann man genau versuchen, diese Positionen zu treffen. Und man wird sehen, dass sich die Positionen eben grün färben, wenn die Kiste dann richtig platziert wurde. In der Industrie wird das für die Prozess- und die Logistikautomation angewendet. Und da kann man sich vorstellen, zum Beispiel für die Vollständigkeitskontrolle von Gebinden auf dem Förderband oder auch zur Rückraumüberwachung oder allgemein zur Navigation von autonomen Fahrzeugen, AGVs. Wie viel geht denn so erfahrungsgemäß in die Brüche, wenn ein Archäologe gräbt? Das kommt eventuell sogar auf die Epochen an, also wie alt etwas ist. Nämlich, wenn man dann mehrere tausend Jahre vor Christus aus der Zeit was findet, dann ist es meistens recht brüchig. Da muss man dann sehr vorsichtig sein, da geht schnell was kaputt. Aber so mittelalterliche Sachen, da passiert es nicht so schnell. Da kann man gut auch mal so drüber kratzen. Da geht nicht so schnell was kaputt. Was war denn dein wertvollster oder spektakulärster Fund bisher? Ich würde sagen, eine Totenkrone. Ist zwar relativ modern, also aus dem 17. Jahrhundert, aber einen Schädel zu finden und dann Metallreste, das war schon. Wo war der Fund? Das war in Denzlingen auf dem Mauracher Berg. Hier auf dem Monitor sieht man drei meteorologische Größen. Einmal die Lufttemperatur, das wäre die rote Kurve. Einmal die mittlere Strahlungstemperatur, die blaue Kurve. Und grün die physiologisch äquivalente Temperatur. Und für das Wärmeempfinden des Menschen ist die grüne Kurve die relevante, nicht die rote, die die Lufttemperatur zeigt. Weil die grüne Kurve, die physiologisch äquivalente Temperatur, die Reaktion des Menschen auf die Wärme quantifizierbar macht. Das sind sehr viele Strahlungsgrößen, die werden hier mit diesem Gerät erhoben. Diese Strahlungsgrößen können nicht über Routinemessungen erhoben werden, weil sie sehr teuer sind. Aber nichtsdestotrotz müsste man sie eigentlich erheben, um die Wärmebelastung des Menschen zu messen. Besonders interessant wird es in Städten, weil wir aufgrund der Entwicklung des derzeitigen Klimas mit zunehmender Hitze rechnen müssen. Und diese zunehmende Hitzebelastung ist für die Stadtbewohner wahrscheinlich das größte Problem.